So, herzlich willkommen bei WUDIVE TV, liebe Leute. Ich muss heute ein bisschen mehr Anfangsmusik laufen lassen. Ole Alex hat ein Video hochgeladen, aber das ist so kurz. Ich weiß nicht, ich glaube, der weiß nicht mehr, was er sagen soll. So, also. Ein neues Reaction-Video auf russische Welt TV, US-Medien. Iranische Drohnen bald in Russland produziert. Boah, ist halt wieder laut, die Musik. Ich muss die Musik mal leiser machen. Okay, also iranische Drohnen bald in Russland produziert. Ja, wollen wir sehen, was der Alex wieder aus bester Quelle erfahren hat. So, okay, wir gehen mal da hinten hin. Also, sollen wir mal hier. Oh, da ist es. So, Kamera her. Und heieieiei, lueg uns das Bild an, do. Der Iran und Russland, die freuen sich wie die Weltmeister. Und der Joe Biden, hoho, der ist ja gar nicht amused darüber. Aber jetzt fällt mir so ein, der Ayatollah und der Wladimir, die sind ja gleich groß. Sind die in der Realität auch gleich groß oder hat man einem von beiden so ein Höckerchen untergestellt? Damit die gleich groß aussehen auf dem Foto. Ja, wer weiß es. So, wir gucken auf jeden Fall mal, was der Alex zu sagen hat. Los geht's. Ja, herzlich willkommen zu diesem weiteren Video und auf meinem Kanal Russische Welt TV. In den letzten Wochen und Monaten haben ja die berühmt-berüchtigten iranischen Kamikaze-Drohnen für viel Wirbel gesorgt und den Gegnern Russlands ordentlich Kopfschmerzen bereitet. Ich habe ja. Oh ja, die berühmt-berüchtigten. Die sind so berühmt und so berüchtigt. Die berühmt-berüchtigten. Moment, ich glaube, das war jetzt wieder negativ für die Ukraine. Deshalb muss man das wieder so unverhältnismäßig überhöhen. Diese berühmt-berüchtigten Kamikaze-Drohnen. Ja. Okay, also, ne? Die haben von sich reden gemacht. Ja, auch da zu diesem Thema vor einigen Wochen ein Video schon gemacht. Und in diesem besagten Video habe ich unter anderem auch die Vermutung geäußert, dass diese Drohnen, die iranischen Kamikaze-Drohnen, irgendwann in absehbarer Zeit auch in Russland produziert werden, also dass die Produktion in Russland lokalisiert wird. Und genau das scheint nun laut den neuesten Medienberichten auch einzutreten in absehbarer Zeit. In absehbarer Zeit scheint das einzutreten. Dass Russland jetzt Kamikaze-Drohne baut nach den Bauplänen der Iraner. Alex, du bist doch russische Welt TV. Kann Russland keine eigenen Drohnen bauen? Haben die nicht die Möglichkeit? Haben die nicht die Ingenieure, um solche Drohnen herzustellen? Warum müssen die Drohnen oder die Baupläne oder was auch immer aus dem Iran kaufen? Tja, Fragen über Fragen. Wir wissen es nicht. Denn der Alex, der wird uns bestimmt nicht verraten. Nachdem Russland nämlich schon einige Ladungen der Kamikaze-Drohnen aus dem Iran gekauft hat und diese nach Russland auch entsprechend geliefert worden sind. Ja, Alex, es ist schon traurig genug, dass Russland seine Waffen als größtes Land der Erde aus dem Iran kaufen muss. Ja, das versuchst du uns jetzt wieder als positiv zu verkaufen, ne? Soll nun im Rahmen des Deals zwischen Russland und dem Iran die Produktion nun auch in Russland lokalisiert werden. Zumindest berichten das verschiedene US-Medien, unter anderem auch die Washington Post unter Berufung auf amerikanische Geheimdienstinformationen. Also wenn das wirklich so ist und das wirklich so eintrifft, wie das die amerikanischen Medien berichten, wäre das natürlich für Russland äußerst vorteilhaft aus zweierlei Gründen.
Aus zweierlei Gründen ist das vorteilhaft. Ja, dann haben sie endlich mal Waffen, die funktionieren. Das wäre der eine Grund. Wir wollen weitergucken. Der erste Grund ist natürlich der militärische Aspekt, gar keine Frage, denn die Drohnen stünden dann, sobald die Produktion eben in Russland auch läuft, wahrscheinlich dann auch in größeren Mengen und schneller zur Verfügung. Oh, in größeren Mengen und schneller. Ja, wahrscheinlich in genauso großen Mengen und genauso schnell wie die anderen Waffen in Russland produziert werden. Ne? So schnell wird das gehen. Ich bin mal gespannt. Für den Militäreinsatz in der Ukraine, denn natürlich sind die Produktionskapazitäten im Iran sicherlich auch nicht unendlich, also die werden auch irgendwo ihre Grenzen haben. Ja, im Iran, die Kapazitäten, die haben Grenzen. Die sind nicht unendlich, aber dieses große Land Russland, das hat unendliche Kapazitäten, um vernünftige Waffen zu bauen. Alex, bitte. Auch wenn das Video nur 4 Minuten 13 ist. So schlimm. Nee, so schlimm ist verkehrt. So schlecht. Kannst du nicht auch noch in 4 Minuten lügen? Und dazu kommt auch, dass dann Russland natürlich nicht immer wieder auf eine neue Lieferung aus dem Iran warten muss. Dann wird die Lieferung irgendwie entladen und dann entsprechend an die Streitkräfte geliefert, sondern sie können, wenn die Produktion eben in Russland dann läuft, direkt sozusagen von der Fabrik in Russland an die Front geliefert werden. Ja, Alex, das könnten die, aber wie kommen denn die ganzen Teile, die wir zum Bau der Drohne brauchen, in die russischen Fabriken? Also ich meine, das, was man bis jetzt gesehen hat, waren da jetzt noch nicht so viele hochelektronische Superwaffen von den Russen dabei. Also, wäre ich mal vorsichtig mit der Aussage, ob die jetzt in größeren Stückzahlen produziert werden können. Und das zweite ist natürlich der wirtschaftliche Aspekt, denn auch wenn der Iran auch in Zukunft, also auch wenn die Produktion in Russland lokalisiert sein wird, auch sicherlich weiter irgendwie dran mitverdienen wird, irgendwelche Prozente, irgendwelche Anteile davon auch weiter erhalten wird sicherlich, wird trotzdem ja dadurch mehr Geld in Russland bleiben als vorher. Also ein Glaubst du das wirklich? Die Russen müssen doch auch das ganze Material einkaufen. Oder stellt ihr die Elektronik selber her und die ganzen Optiken und alles, was dazugehört? Die ganzen GPS-Empfänger und. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob das günstiger ist. Höherer Anteil der Ausgaben Russlands für die Drohnen, ja, der dann eben, wie gesagt, in Zukunft in Russland bleibt, was dann auch natürlich in die russische Wirtschaft fließen wird und eben. Ja, genau das Geld vom Drohnenbau, das geht dann in die russische Wirtschaft. Da, wo jetzt sowieso immer das ganze Geld von Russland reingeht. Nee, das geht nicht in die Yachten der Oligarchen und in irgendwelche tollen Sommerresidenzen. Nee, das geht immer in die Unternehmen des Landes. Alles klar, Alex. Zu den russischen Fabrikarbeitern, die dann für die Produktion auch noch zu den russischen Fabrikarbeitern. Dann können die sich ja bald auch so ein paar tolle Luxusjachten leisten. Entsprechend ihren Lohn, ihr Gehalt bekommt. Auch wenn ich natürlich persönlich auch für die iranischen Arbeiter und für die iranische Wirtschaft auch alles Gute wünsche, ganz klar. Aber auch die, also auch der Iran wird sicherlich auch nicht leer ausgehen, wie gesagt, daher unter anderem auch, wie gesagt, prozentuale Anteile. Ja, Alex, der Iran wird natürlich auch nicht leer ausgehen.
Aber du glaubst doch nicht, dass eine müde Mark von den Konzessionen oder was auch immer da bezahlt wird für die Technologie, dass das an das iranische Volk geht. Egal, was wir jetzt von dem Iran gekauft haben, da ist nichts beim Volk angekommen. Die demonstrieren seit Monaten, demonstrieren die im Iran, weil sie das Regime weghaben wollen. Die sind so super zufrieden mit dem Regime, dass die alle auf die Straße gehen und Gefahr laufen zu sterben. Und die kriegen jetzt das Geld von Russland. Alles klar, Alex. Sicherlich auch weiter irgendwie erhalten wird, da es ja wohl die iranische, auf iranischer Technologie basiert. Und sonst würden die es ja auch nicht machen. Würde es ja der Iran auch nicht machen, wenn sie dabei... iranische Technologie? Bauen die Iraner auch Elektronik? Bauen die Iraner auch Motoren? Ich glaube nicht. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist in den Drohnen alles nur Technik aus dem Westen und aus Asien verbaut. Nix vom Iran. Aber kann man schon mal übersehen als Schwurbler. Passiert. Kein Thema. Alex. Leer ausgehen würden, ganz klar. Natürlich hat der Iran auch schon gutes Geld für die gelieferten Drohnen bekommen, wird auch, wie gesagt, weiterhin höchstwahrscheinlich auch gutes Geld weiterbekommen und hat auch eine sehr gute Marketingkampagne bekommen für sein Produkt, für die Kamikaze-Drohnen, sodass sie natürlich auch in Zukunft auch weiter Aufträge für die Drohnen bekommen werden, somit auch weiter produzieren können und auch weiterhin diese Drohnen verkaufen können. Also eine klare Win-Win-Situation somit für Russland wie auch für den Iran. Ja, eine klare Win-Win-Situation für Russland und den Iran. Und vor allen Dingen, Alex, für die russische Bevölkerung und der iranischen Bevölkerung. Das ist die typische Win-Win-Situation, wie wir sie so schon immer sehen wollten von Russland und Iran. Ach du Schande. Wie kann man nur in 4 Minuten so viel Mist reden? Und nach den Erfolgen in Syrien in den letzten Jahren ist das jetzt bereits die zweite, mindestens die zweite erfolgreiche, produktive Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran. Erfolg? Was hat er gesagt? Erfolge in Syrien? Oder was hat er gesagt? Moment, ich muss nochmal zurückspulen. Kann ich das nicht? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Abonniert hallo, meinen hallo, Kanal. Hallo, hallo, Alex, nicht so schnell. Ich muss nochmal gucken, was du gesagt hast. Ah, ist schon zu spät. Oder kann ich nochmal zurückspulen hier? Wieso kann ich denn hier nicht zurück? Achso. Aufträge für die Drohnen bekommen werden, somit auch weiter produzieren können und auch weiterhin diese Drohnen verkaufen können. Also eine klare Win-Win-Situation somit für Russland wie auch für den Iran. Und nach den Erfolgen in Syrien in den letzten Jahren ist das jetzt bereits die zweite, mindestens die zweite. Ah, ich hab's gehört. Nach den Erfolgen in Syrien. Was gibt es denn da für Erfolge zu verzeichnen von der russischen Seite? Nur, dass der nächste Despot nur an der Macht ist. Ja gut, man kann ja heutzutage alles als Erfolg verkaufen. Das hat uns der Alex ja in den letzten Videos schon mal sehr eindeutig präsentiert. Selbst der kleinste Erfolg ist ein Erfolg. So, liebe Leute, hört jetzt alles nix. Es war jetzt schon wieder vom Alex. Aber irgendwie scheint er nichts mehr von Russland erzählen zu können. Also ich meine so richtig von Russland. Irgendwie scheint es da nichts mehr zu geben. Ich habe mich übrigens die letzten Tage gefragt, Alex, ob Russland, also das Militär von Russland, eigentlich Raketen auf das Gebiet von Cherson schießt. Also quasi auf eigenes Staatsgebiet schießt. Darüber könntest du eigentlich auch mal ein Video machen. Wie das so ist.
dass er jetzt ein Stückchen von russischem Staatsgebiet nicht mehr russisch ist. Oder dass da keine Russen mehr leben oder so. Oder jedenfalls keine, die russisch sein wollen. Und was mir eingefallen ist, du könntest auch mal ein Video darüber machen, warum die ganzen Oligarchen ihre Superjachten, die sie sich im Westen haben bauen lassen, nicht in den Hafen von St. Petersburg bringen. Weil da wären sie ja vor den westlichen Sanktionen geschützt. Auf russischem Staatsgebiet. Aber die haben wahrscheinlich Angst, dass die Leute sie fragen würden, wem denn die Yachten gehören, ne? Also, es war mal wieder erheiternd. Es hat wieder Spaß gemacht, Alex. Ich freue mich auf dein nächstes Video. Ich hoffe, es wird mal wieder ein bisschen aufregender, damit wir ein bisschen länger miteinander schnacken können. Also, bis denne. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich wieder zurückkomme zu meinem Plätzchen. So, hallo, hallo, hallo. Willst du nicht dahin? Irgendwie will der nicht. Okay. Dann würde ich sagen, diese Drohnen. Muss ich das mal so machen. So. Und die linke Kamera. Okay, Leute. Also, ihr habt es gemerkt, es war heute ein ziemlich kurzes Video. Das war jetzt schon wieder von Wudive TV. Und wir sind gespannt, was der Alex als nächstes ausgräbt. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.